Boah, ja, ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass ich erstmal viel Vertrauen bekommen habe, sei es vom Trainerteam, aber auch von dem Team selbst. Das Gefühl bekomme, dass ja, mir alle irgendwie auch den Rücken stärken, dass viele es mir gönnen, überhaupt hier sein zu können. Und für mich selbst ist es halt auch gerade nicht, ja, selbstverständlich und normal, hier sein zu können. Und ich glaube, das ist das Ganze, was es mich für mich ein bisschen einfacher macht oder befreiter macht. Und dementsprechend, ja, ich dann auch so aufspielen kann, wie ich es gerade tue. Und das freut mich natürlich sehr, dass ich so der Mannschaft dann auch damit helfen kann. Boah, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also ich glaube, dass es physisch ein sehr intensives Spiel wird. Die Engländerinnen sind ja schon auch physisch ganz ordentlich unterwegs. Und da gehe ich schon davon aus, dass es viel hin und her geht. Was Richtung Chancen geht, finde ich tatsächlich ganz schwer zu sagen, ob es da irgendwie in eine Richtung gehen könnte oder ob es viele Chancen geben könnte oder eher weniger, und es kommt dann auf die Effizienz an. Finde ich tatsächlich schwer, das gerade zu beurteilen, aber klar ist, dass es mental und physisch, glaube ich, extrem werden wird. Ich verbinde vor allen Dingen schon, ja, Spiele in der Vergangenheit. Also ich kann mich erinnern, als wir das, ja, erste Mal auch im Wembley-Stadion gespielt haben. Das war ein Freundschaftsspiel gegen England. Damals, glaube ich, vor 25.000 Zuschauern. Es war ein Freundschaftsspiel und das war schon, ja, einfach beeindruckend. Dann, ja, das ist noch gar nicht so lange her, das Spiel dann auch wieder im Wembley-Stadion, dann aber vor 78.000 Zuschauern. Und ja, das ist auch ein überragendes Erlebnis und das sind immer Spiele, wo es vor allen Dingen auch um Prestige geht, jetzt morgen oder übermorgen natürlich um noch so viel mehr, und es wird wieder mal ein heißer Kampf werden. Wir werden alles reinschmeißen und die Engländerinnen natürlich auch. Beide Mannschaften wollen den letzten Schritt jetzt noch mal gehen und ich glaube, wir können uns da wirklich auf ein sehr, sehr heißes Spiel vorbereiten. Bitte sucht bei der Matte. Wir spielen mit der Matte.